Wie reagiert HandGuard, wenn ich mit geschwenktem Sägeblatt arbeiten möchte? Ich schwenke einmal das Sägeblatt, indem ich hier 45 Grad eingebe und die gelbe Starttaste drücke. Und als erstes bekomme ich eine Meldung von HandGuard, ich möge bitte die schmale Haube zu der breiten Haube wechseln. Drücke erneut die gelbe Starttaste und das Aggregat beginnt in Schwenkung zu gehen. In dem Moment, wo die erste Schwenkung anliegt, verändert sich jetzt der Sicherheitsbereich von HandGuard. Von der schmalen Haube, wo wir ringsherum 70 mm Sicherheitsbereich, rote Zone haben, haben wir jetzt einen Sicherheitsbereich, der sich nach hinten ausgedehnt hat und ungefähr 300 mm groß ist. Jetzt bin ich auch sicher, dass wenn ich auf der rechten Seite ein Werkstück bei geschwenktem Sägeblatt schneide, immer von HandGuard geschützt zu werden. Wenn Sie sich für eine beidseitig schwenkbare HandGuard entscheiden, haben Sie den Vorteil, dass dieser erweiterte Sicherheitsbereich auch auf dem Schiebeschlitten funktioniert. Das heißt, wenn das Sägeblatt in Richtung Mitarbeiter schwenkt, ist er auch geschützt.